Weil ich habe immer das Gefühl, so langsam finde ich irgendwie den Anhaltspunkt, eine eventuelle Antwort und dann aber drei Szenen weiter. Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Achso, und du bist ja, glaube ich, gegangen, wo Madison bei dem Opi war, ne? Den haben wir umgebracht. Er wollte sich an ihr vergehen, mit einer Bohrmaschine. Alles wird gut. Ich finde den Typen, stelle ihm ein paar Fragen und verschwinde wieder. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Ja, wo ist der Barkeeper? Okay, also müssen wir wieder für Ärger sorgen. Die Orientierung verloren. Paco mag seine Mädchen sexy. Sexy auf eine billige Art. Sorry, Lady. Nur mit Einladung. Vielleicht bemerkt er mich, wenn ich in seiner Nähe tanze. So tanzt, bemerkt er dich nie. Flirten bin ich mir durchgerastet. Schau dich mal her. Will das schaffen? Bringt trotzdem nichts. Pacos Hausgorilla lässt keinen durch. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich habe nichts gegen dieses Techno-Trance-Zeug, aber das ist wirklich super laut. Kindergarten für den Jetset. Definitiv nicht mein Stammlokal. Meine Nummer könnte ein bisschen schärfer sein. Ich muss mich nur irgendwo umziehen. Naja, das sieht doch total nett aus. Dass das immer die Kamera dreht. Zeit für das sexy Girl. Wow, total anders. So. Ja. Hä? Ach so langsam.
malt mit einem goldenen Stift und hat dann schwarz. Schwarzen Lidstrich. Nee, das reicht noch nicht. Ich dachte, wir müssen uns umziehen. Warte. Dann müssen wir hier noch ein bisschen mehr machen. Dieses mit dem Controller wackeln, Alter. Macht mich ein bisschen nervös. Mindestens ein Knopf. Okay, das ist das Zeichen für den Knopf. Haben wir noch roten Lippenstift oder so? Ja, das liegt an meinen Controller-Künsten, Cookie. Das ist, weil ich so perfekt den Controller bewegt habe. Ist das jetzt ganz gerade geworden? Noch mehr machen? Okay, wir haben eine Waffe mit. Jetzt aber. Der Türsteher erkennt uns jetzt auch auf jeden Fall nicht wieder. Ist jetzt egal, dass ich das nicht alles treffe. Du kannst jetzt auf jeden Fall anders. Ah, jetzt hast du dein Bananenmilchshake, Karin. Sehr gut. Ja, aber in dem Spiel ist einiges so ein bisschen. Naja, speziell. Hey, du! Eine Tasche mit. Heute ist dein Glückstag. Der Boss lädt dich an seinen Tisch ein. Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Bist du neu hier? Du wärst mir ganz bestimmt aufgefallen. Ich heiße Paco. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ich hätte niemals meinen echten Namen gesagt. Ich stehe auf deinem Stil, Madison. Da wird mir ganz heiß unterm Kragen. Dann machen wir mehr Knöpfe auf am besten. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber private. Oh, klar, Baby. Ja, komm mit mir. So schnell er geht, dass ich ihn aus den Augen verliere, den Schmucki. Okay,
dir etwas schlecht zu sehen? Herzen? Ich gehe rein, bringe ihn mit der Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. Sicher, sehr sicher. So, willkommen in meinem Reich. Ich nehm die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. So, zeig mir, was du kannst. Sieh dich aus. Langsam. Sieh alles aus, Baby. Nein. Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink. Nur zum Warmwerden. Denk mir, ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los, zeig mir was. Könnten wir erst reden? Oh nein, wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los, zeig mir, was du kannst. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. So typisch Amerika, die haben alle eine Waffe. Die Lampe. Wenn ich nur da dran käme, ich hab's. Echt geil. Ah. Das hat echt gesessen. Gut gemacht. So, Akt 2. Loverboy packt aus. Schönen Abend dir noch, Cookie. Schönes Wochenende. Zum nächsten Mal. Was? Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marvel Street. Ich will wissen, warum. Eine Wohnung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Dazu hast du nicht die Eier, Baby. Ich zeig dir meine, wenn ich dich erwische. Scheißnutte! Du bist tot! Boss? Ist alles okay? Geht der mal wieder weg von der Tür? Ach, Spanner.
Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Ah, was machst du? Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Ah, ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Shepard. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. John Shepard ist tot. So, das war doch gar nicht so schwer. Weil ich auch nicht glaube, dass es nur einen John Shepard gibt. Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Karin, yeah. Los, wir gehen schnell. Schnell, hab ich gesagt. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Drängelt sich aber auch komisch hier durch. Oh, schafft. Ich hätte ja einfach außen rum gehen sollen. Da war weniger los. Okay, also es treffen sich jetzt, also es kreuzen sich auf jeden Fall die Wege. Oh, du bist es. Hast mich erschreckt. So eine verrückte Nutte war irgendwie hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Oh, ich weiß nicht, was du da treibst. Ist auch egal. Aber was auch immer es ist, es fällt langsam auf. Da, augenscheinlicher. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutte hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt. Hey, kein Scheiß. Nein. Warte, ich kann dir doch noch helfen. Nein. Wir haben uns doch befreit. Also, wir haben doch den vom Schrottplatz, den Vogel, den haben wir doch erledigt. Sorry, es war gerade ein bisschen laut, das Game. Also wir haben ja den Vogel vom Schrottplatz, den haben wir umgelegt. Hier ist niemand mehr drin, oder? Oder werde ich jetzt angegriffen? Der Tod. Kommen wir immer zu spät? Warum sind die einmal alle tot, wenn wir vorbeikommen? Ach so, den Zuhälter. Ach so. Ja gut, der ist halt jetzt auch tot. Oh, big time. Aber nicht der, den ich denke.
So, ja, Meister. Ich. Also auf Dauer komme ich auch echt mit den Tasten durcheinander. Jetzt. Viereck und Kreis. Spuren! Die Fische! Auch ultra schnell quasi dann verschwunden und nicht mehr auffindbar. Hä? Irgendetwas hat der Killer gesucht. Seine Jackentasche. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Okay, das heißt, als nächstes fahren wir zur Tankstelle? Oh Gott. Das sind ja überhaupt nicht viele. Madison Heise. Page. Was wollte eine Journalistin hier? Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Kaliber 45. Es sind sehr viele Hinweise in diesem Raum. Kaliber 45, Halbautomatik.
Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Was soll das denn sein? Der Name draufsteht. Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Okay. Wir mussten alle Hinweise uns angeguckt haben. Eigentlich was dahinter? Okay, jetzt sagen wir, gehen mal hier raus. Gehen wir nicht. Wir haben unsere Waffe wieder. Ja, das ist voll, das passt überhaupt nicht in diese Welt da irgendwie. Wir sind ja schließlich nicht in der Zukunft. Das sind ja eigentlich 2011 oder so spielt es ja, glaube ich. Da wollen wir hoch. Da oben mal gucken. Ich glaube, oben ist nichts. So. Ich würde aber sagen, jetzt, wenn die Szene durch ist, mit dem Spiel auf jeden Fall Schluss mache. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich noch irgendwas anderes heute machen möchte oder nicht. Eigentlich habe ich tatsächlich schon Hunger. Ich